Ich bin Peja Dubach, ich komme von Rottenschwil. Rottenschwil ist ein kleines Käffchen im Rüstal. Rottenschwil ist ca. 20 km von Zürich weg und ist im Kanton Aargau. Wie ihr sicher gemerkt habt, komme ich nicht mehr hier. Ich bin weder Zürcher noch Aargauer. Ich komme aus dem Bernbiet. Im Bernbiet habe ich auch die ersten Erfahrungen gemacht mit Theaterspielen. Meine Mutter war eine leidenschaftliche Theaterspielerin, natürlich auch Laientheater. Und sie hat mich überzeugt oder vielleicht auch überschnurrt, mal ein Theater mitzumachen. Das ist aber mittlerweile 30 Jahre her. 10 Jahre später, gleiche Tat, anderer Tatort, Schlieren, hat mich Judith Pauli überzeugt. Was soll man so sagen? Überzeugt. Extrem bearbeitet, dass ich hier in der Theatergruppe Friesenberg mitmache. Weil auch hier haben permanent männliche Mitspieler gefällt. Das ist mittlerweile jetzt auch 20 Jahre her und ich bin mehr oder weniger aktiv jetzt bei der Theatergruppe tätig. Zur Person, die ich jetzt im aktuellen Stück spiele, ich bin der Herr Abächerli. Vornamen hat der Herr Abächerli kennen. Ich würde mir jetzt einfach mal Alois taufen, weil der Name passt sehr gut zum Herrn Abächerli. Der Herr Abächerli ist auf dem Sozialamt und das seit rund 40 Jahren. Aufgrund der Zeitdauer, die Herr Abächerli dort auf dem Amt arbeitet, kann man etwa sagen, dass er ca. 60-jährig ist. Er ist kein Reisser, für mich eben der typische Beamte. Was er sicher ist, er ist ein sehr gutmütiger Typ. Ich könnte sagen, er ist ein bisschen blauäugig. Und das Blauäugige ist vielleicht nicht ganz super, für wenn man auf dem Sozialamt arbeitet. Das und viele andere Gründe sind verantwortlich, dass halt der Abächerli seit 40 Jahren den gleichen Job macht und der Lift seine einzige Aufstiegsmöglichkeit war. Jetzt hoffe ich, dass er die Lust hat bekommen auf unser Theater. Und dann würden wir uns in 2 Monaten sehen, Anfang März, in der Theatergruppe Friesenberg.